Willkommen zurück zu Night of the Dead. Wir stehen quasi direkt vor der nächsten Welle. Und ich bin schon ganz gespannt darauf, wie gut sich hier meine neuen Freunde hier unten machen. Ob das dann gut wird, ob ich das hinkriege und so. Ich habe keine Ahnung. Wie sieht denn der Upgrade aus? Greift Gegner automatisch an, falls ihr... Okay. Kann nicht ohne Leistung betrieben werden und dann auch nicht ohne Projektil. Aber zu der Leistung kommen wir ja dann, wenn wir das dann irgendwann mal erforscht haben. Plan ist, erstmal, wie immer, überleben. Survive. Und dann sehe ich zu, dass ich nochmal zur Forschungseinrichtung komme. Dann das Forschungsbuch einsammeln und dann können wir dann vielleicht den Weg der Elektronik mal angehen. So, ich bin jetzt auf jeden Fall bewaffnet und bereit. Ich habe einiges an Ballistenbolzen. Und kann dann hoffentlich meine Basis einigermaßen verteidigen. Ob das klappt? Ja, mal gucken, wir werden es rausfinden. Die Welle hat begonnen. Oh mein Gott. Kleingeld. Ja. Zombies rufen nicht wie Horde-Spieler für die Horde oder für die Allianz bei den Allianzlern, sondern sie rufen Kleingeld. Wie Hannover Bahnhof. Nein, Kleingeld-Zombies ankommen. Haben Sie mal eine Mark für ein Bier? Ein Kleingeld. Ich habe mein Zugticket vergessen. Ich brauche ein bisschen Kleingeld. Ist so. Ich kenne alle Stories. Ich habe ein krebskrankes Kind. Haben Sie ein bisschen Kleingeld? Wollte Rosen kaufen für 5 Euro. Das Stück. Das ist ein Zombie-Reh, das kommt mir entgegen. Kann ich gerne in die Falle springen? Es springt in neben die Falle. Er springt original neben die Falle. Der Wahnsinn. Hallo? So. Direkt nachladen. Einfach immer nachladen. Dann kommt ihr vielleicht nicht ganz so viel entgegen. Verbraucht natürlich auch ganz schnell ganz viele Bolzen. Aber die knallen am dollsten. Ja, bisher sieht's gut aus. Der Metzger da hinten, der macht mir so ein bisschen Probleme. Eventuell der hier auch, der Tyrant. Oh Gott, da kommen auch tatsächlich Metzger an. Ja, die kommen jetzt natürlich hier alle irgendwie durch. Ja, Halleluja, das wird ja lustig. Immer schön auf den Dicken hier. Einmal den Dicken und dann können wir weitersehen. Mir fehlt halt jetzt echt irgendwie ein Sturmgewehr oder so, ne? Weil es dauert halt schon eine halbe Ewigkeit, bis ich mit meiner... Aua. Bis ich mit meinem Ding hier irgendwie was geschafft habe. Weil es halt jetzt nicht das Schnellste von Welt ist. So. Aua. Okay, der kann mich hier tatsächlich gut treffen. Das gefällt mir nicht. Ich will doch nur die Wand reparieren. Okay. Meine Chance. Reparieren. Reparieren. Das ist Upgrade, das will ich nicht. Hallo? Nein. Okay, muss ich das nicht reparieren. Das reparieren, das ist fast kaputt. Das reparieren ist fast kaputt. Das Fundament hätte ich tatsächlich noch upgraden sollen. Wer haut denn hier wo? Irgendwo hauen die hier die ganze Zeit gegen. Ich weiß halt nur nicht wo. Oh weh. Aber die Ballisten machen einen guten Job an sich.
Hallo? So. Lade nach. Sind nur noch 13 Bolzen drin, das ist nicht so viel. So. Okay. Also ja. Diese Dinger hier sind ziemlich geil von ihrem Job her. So, wir gucken ganz kurz, was wir eventuell reparieren müssen, beziehungsweise halt neu befüllen. Komm schon, wähl das Richtige aus. Wähl das nicht aus. Das ist nur Upgrade, reparieren. Das heißt, die sind nicht mal weit gekommen. Nur laden. Das neu laden. Guten Tag. Okay, ja. Ist okay. Wie, du lebst noch. Geht auch nicht. Kannst du nicht machen. Das hier. Das auch. Und das meinetwegen auch ein bisschen. Und du auch. Also die Zombies kommen an sich nicht wirklich weit im Moment durch die Ballisten. Die verbrauchen halt nur Unmengen von den Munitionsdingern, ne? Aber das ist dann halt so. Das heißt, ich muss halt mich mehr auf die Materialien dafür konzentrieren. So. Jetzt habe ich auch nichts mehr. Ich kann, glaube ich, auch kaum noch Zeug herstellen. Das heißt, wenn jetzt leer ist, dann ist halt jetzt erstmal leer. Der Rest müssen halt dann die anderen Fallen erstmal übernehmen. Dann muss ich hoffen, dass ich irgendwie genug Eisenstücke kriege. Damit ich dann in der nächsten Nacht wieder ordentlich Verteidigung habe. Ich würde hier das tatsächlich aufwerten auf, ne, weitere hiervon. Was ich ja schon sagte. Den Boden muss ich hier verbessern. Definitiv. Nicht, dass mir die starken Zombies den Boden so ruckzucki halt kaputt hauen. Dafür haben wir ja genug Materialien zum Glück. So. Oh. Zu weit weggeguckt zum Aktualisieren. So. Besser. Nochmal so ein ganzer Schwein, ne? Schauen wir uns dann gleich mal die Schäden an. Oh. Was genau hat mich denn jetzt getroffen? Das könnte eine von meinen eigenen Ballisten gewesen sein. Ja, es ist jetzt nochmal ein ganzer Schwein. Das hier wird jetzt nochmal interessant. Ist halt jetzt nochmal das letzte bisschen, bevor jetzt die Nacht gleich vorbei ist, ne? Aber an sich läuft es ganz gut. Und dafür, dass das jetzt auch viele Zombies waren, sehe ich davon jetzt kaum noch was. Die meisten erledigen die Ballisten halt wirklich auf die Ferne. Es ist der Wahnsinn. Ich bin davon richtig angetan. Sexy. So. Es könnte sein, dass da gleich noch was kommt. Wie viele Schuss sind denn hier noch so drin? 23 da. Ah, so ein bisschen was haben wir noch. So. Jo, Welle scheint vorbei zu sein.
Also die komische Musik ist zwar noch da, aber das Symbol von wegen ist Villain-Time ist weg. So. Warte nach, meinetwegen. Auch hier. Nehmen wir den Sack mit. Da kommen ja noch ein paar. Das ist ja unangenehm. Aua. Wahrscheinlich so das letzte Überbleibsel von der Welle. Ah, ne, der Schädel halt rechts oben in der Ecke hat halt nicht mehr geleuchtet. Ist wahrscheinlich dann so ein Zeichen von wegen so, ja, ab jetzt ist dann halt dann die Welle offiziell vorbei. Ich weiß halt nicht, wo die Zombies dann letztendlich alle herkommen. Die werden wahrscheinlich irgendwo einen Spawnpunkt haben. Und von dort aus laufen sie dann quasi hierher. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt sind die Ballisten alle leer. Heißt für die nächste Nacht sehr viel mehr. Bolzen. Aua. 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 Okay, wenn das jetzt die letzten sind. Aua. Könnte ich theoretisch die auch per Hand bezwingen. So, jetzt hat nämlich die Musik sich geändert. In die typische Ein Zombie ist in der Nähe Musik. Aua. So. Das heißt, jetzt sollte es vorbei sein. Also haben wir die Nacht eigentlich gut überstanden. Hätten es noch besser, hätten wir... sag schon. Nicht auf diese Dinge hier drauf gefallen. Wollt ihr eigentlich reparieren? Es geht. Also dafür, dass sie dir das ganz schön angehauen haben. Geht. Brauchen halt auch dann wieder ein Stück Eisen, um repariert zu werden. Okay. Aber an sich geht. Kann man machen. So. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alles einsammeln. Und dann begeben wir uns als nächstes direkt erstmal zur Forschungsstation. Reparieren machen wir dann halt zum Tagesende hin. Liegt halt jetzt hier überall alles verteilt, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Das macht das Einsammeln schwieriger. Aber dann ist es so. Dafür haben wir insgesamt es sehr viel einfacher. Weil guck mal. All das, was hier an Säcken quasi außerhalb meiner Base liegt, sind alles Zombies, die es nicht zu meiner Base geschafft haben. Positiv sehen. Ne? Das heißt, wir müssen halt theoretisch unsere Base halt weniger reparieren, was dann wiederum sich niederschlägt in den Kosten von Bolzen und Co. Wodurch dann wiederum aber auch einiges an Kosten wieder rausgeholt wird durch getötete Zombies, weil viele davon droppen tatsächlich ein Stück Eisen. Was Bestandteil ist von, sag schon, den Ballistenbolzen. Also ja, die sind schon nicht verkehrt. Die Schredder wirklich, ne? Für den idealen Nahkampf und die Ballisten für den Fernkampf schon. Kann man mal machen. Geht schlimmer. Definitiv. So. Ich denke, wir haben das meiste jetzt erwischt. Das sind summa summarum. Weniger einiges an. An neuen Forschungsdinger. Klumpen Eisen. Waren jetzt 25 Stück.
3 hatte ich, glaube ich, vorher. Also, es geht. Kann man mal machen. So, auf zur Forschungsstation. Zwischendurch nochmal was essen. Ja, so ein ganzes Geflügel. So, und sollte ich halt gleich noch irgendwie Eisen kriegen, dann mache ich auch das Eisen platt. Ist ja wohl logisch. So, und das erste, was wir dann mit Elektrik tatsächlich bauen, oder was ich mir vornehme, ist dann das, den Bohrer hier. Wo ist er? Ja, hier. Kann Erz erzeugen. Genau das hier. Das ist, glaube ich, die wichtigste Maschine, die ich jetzt als erstes brauche. Wie auch immer ich die dann baue, ich habe keine Ahnung. Aber eins nach dem anderen. Erstmal das Buch dafür finden. In den unendlichen Weiten der Forschungsstation. Das ist er doch schon, ne? Oh, guck mal, da ist hier ein Eisenklumpen in so einem Kantenfelsen drin. Als Level-Designer machst du halt solche Felsen hier gerne an irgendwelchen Klippen und sowas, damit es hier nicht ganz einfach so einfach nur Gras ist oder so. Das kaschiert halt schön. Hättest du hier diese komischen Steine hier nicht, hättest du hier wirklich einfach nur Gras. Grashügel. Unhübsche Grashügel. Also was das angeht, haben sie schon standardmäßig gelöst. Hätte man schlimmer machen können, indem man da gar nichts macht. Hm. Wirklich sehr bedauerlich, kleines Häschen. Du hast dich verfangen. In den unendlichen Reihen von Kartons. So. Kuckuck. Kuckuck. Doppelkuckuck. Hallo. Du bist ja ein langer Lulatsch. Machen wir Taschenlampe an, dann sehe ich auch mehr, ne? Wir sind auch neue Freunde. Entweder sind die da reingelaufen. Oder neu gespawnt, weil ich es noch nicht komplett ausradiert habe. So. Moins. Solange jetzt plötzlich nicht so ein Zombie von hinten ankommt, ist ja alles okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Zeit als zuletzt noch. Wo wir so kurz vor knapp halt hier irgendwie reingegangen sind und dachten so, ach ja, ne, könnte man ja nochmal eben schnell gucken. Wir sind da gleich hingefallen. Der Olaf. Der lange Olaf. So, haben wir ihn. Hab dich. Seine Aufsicht ist auch nicht sonderlich hilfreich. Siehst du? Ist nämlich tot. Die humpelt. Kein Wunder bei so einem Kopf. So ein Kopf, der fehlt halt. Daneben. Ich wollte die Ohr erwischen, hat nicht geklappt. Alter! So. So viel zur Ego-Perspektive. Ich habe gar nicht nachgelesen in den Patchnotes, ne, wo jetzt da Ego-Perspektive aktivierbar ist. Wie die einfach direkt über solche Dinge rüberlaufen können, ne? Der Wahnsinn. Okay. Guten Tag. Ein Spucker. So, der ist weg. Der kann da nicht mehr explodieren. Und er explodiert jetzt ja auch. Haben wir vorhin gesehen. Nur halt erst, wenn er noch am Leben ist. Nicht, wenn er stirbt. Ach, guck mal. Die Nachbarn wieder. Ach, Mist. So. Vielen Dank. Dankeschön, dass Sie mir was mitgebracht haben. Nämlich gar nichts. Yay. Kommt wieder der innere Mickey Mouse aus mir raus.
Pluto! Dabei mochte ich eigentlich immer mehr Donald. Donald war viel cooler! Oder ist es? So, habe ich überhaupt Platz? Ich habe Platz. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich Platz brauche, aber ich habe Platz. Dann ist ja gut. Moins. Gespräche des Konfuzius. Ah ja. Hier gibt es ja viele Bücher. Zeitablauf. Wozu man das alles braucht. Ein PC. Wieder zum Auseinandernehmen. So, ist hier irgendwie tolles Lösungsmittel oder sowas drin, womit ich das Spiel löse? Nein. Irgend noch was drin. Noch so ein PC. Braucht doch Warum stehen hier eigentlich alle mit dem Klappdeckel zu mir gerichtet? So hat, stellt doch niemand einen Laptop ab. Stehen doch in der Regel immer so, dass man theoretisch noch hat zuletzt drauf geguckt. Und nicht so, dass man deren Marke halt immer sieht. Oder sehe ich das verkehrt? Normalerweise stehen auch irgendwelche Laptops immer so, dass es so aussieht, als hätte da noch jemand zuletzt noch irgendwelche Daten durchgegangen oder noch mal eine E-Mail geschrieben oder so. Aber nein, nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel ist es wichtig, dass gesehen wird, von welcher Marke dieser Laptop war. Vielleicht gehen damit die Entwickler da noch irgendwann einen Deal ein mit irgendwem. Oh, hier, guck mal, hier stehen sie einigermaßen richtig, je nachdem von welcher Perspektive man aus das sieht. Also da mit dem Mikrofon gearbeitet und hier geguckt halt, von welcher Marke dann das der Laptop gewesen ist. Naja, okay. Oh, nicht mich gleich anbrüllen hier. Was soll denn das? Alter. Auch noch Zwillinge. So. Schon zu voll hier. Okay, in der Forschungseinrichtung geht es auch noch nach oben. Gib ja hier schon eine Backe. Ist ja auch ein halber Jackpot. Hier ist aber ein Raum. Nichts. Bevor wir nach oben gehen, machen wir natürlich hier erstmal clear in der ersten Etage. Da hinten haben wir schon wieder Spucker. Und ich habe kein Ratatata-Gewehr. Kommen Sie mal ran hier. Aua! Hier so schöne Kurve läuft und dabei eigentlich mich gar nicht ansieht, aber mir eine Backpfeife vergibt. Ist toll. Einfach toll. Juhu! Mist. Okay, der ist explodiert. Das ist eigentlich ganz nett, weil er hat es nicht in meine direkte Nähe getan. Ich hau hier immer gegen irgendwas gegen. Kacke. Wo laufen die denn alle hin? Er hat irgendeinen Freund geholt. Ist ja toll. Yeah. Geh weg. Oder wechsel mal die Unterhose. Oder beides. Geh weg und wechsel dir die Unterhose. Aber nicht, wenn ich dabei zugucke. So. So, habe ich noch was zu essen? Nicht wirklich. Das ist ja unangenehm. Haben die hier nicht nochmal irgendwo eine Mikrostelle, die du einfach auch ohne Strom benutzen kannst? So eine WLAN-Mikrowelle. WLAN ist nicht für Strom. Saftladen. Ich hoffe, wir finden hier irgendwie zeitnah ein Energy-Riegel oder so. Ansonsten habe ich eventuell ein paar Probleme. Und was finde ich? Ein Laptop. Und ein neues Kleidungsstück. Da haben wir. So ein Stück Eisen. Yay! Noch nie habe ich mich so über ein Stück Eisen gefreut wie jetzt zu dieser Zeit. Jetzt, wo ich dafür einen richtigen Sinn und Nutzen gefunden habe. Zum Überleben. So. Da ist nur die Tür in dem Wartebereich hier. Da ist die Tür hierhin. Okay, das heißt, wir haben hier soweit alles geklärt. Können jetzt so ein bisschen vielleicht hochgehen. Ist hier noch irgendwas? Nichts unter der Treppe.
Kein Harry Potter, der unter der Treppe pennt. Okay. Ich bin bewaffnet und bereit. Einer von uns muss es ja sein. Wenn du es als Zuschauer nicht bist, dann muss ich es wohl sein. Hier ist so viel. Nichts. Juhu. Ach, Kacke. Da sind mir tatsächlich ein paar viele Zombies und ich habe ein bisschen wenig Leben. Taschenlampe. Oh ne, falsches Spiel. Was? Gegen was habe ich denn da geschossen, bitte? Oh Gott, sie kommt zu zweit. Unangenehm. Äußerst unangenehm. Jo. Kommt sie jetzt durch die Wand? Nein, zum Glück nicht. Okay. Guck, hier bin ich. Ja, hier. Hinter dir. War es nicht so, dass wir auch einen Stealth-Kill hatten machen können? Ich glaube, dafür brauchten wir das Messer, oder? Ist das möglich? Kann sein. Ich weiß es nicht. Das hat mir das Spiel irgendwann mal erklärt. Meine ich zumindest. Wenn ich mich nicht irre. Oder bin ich da beim falschen Spiel? Ich hab keine Ahnung. So, der ist weg. Der Table Dancer haben wir schon mal ins linke Auge geschossen und auch ins rechte. Und er hat noch nicht genug. Er ist bereit für mehr. Jo, und er läuft wieder zurück. Das ist ein Zaubertrick, den er macht. Kuckuck, ich bin weg. Kuckuck, ich bin da. So, dann die kranke Schwester da vorne. Hallo, kranke Schwester. Hallo, kranke Schwester. Hallo. So. Okay. Dann plündern wir jetzt hier erstmal alles. Was ist das? Ist das das Buch, was wir brauchen? Polymerchemie. Es klingt gut. Klingt nach etwas, was ich nicht verstehe. Gut, hat halt letztendlich halt auch nur mit sowas zu tun wie, ne? Plastikverbindungen in verschiedensten Formen und so was. Wie man halt chemische Atome halt zusammenbindet. Polymerisation und so. Hatte ich mal irgendwann in der Schule. Aber ist halt ewig her. Ich verstehe es halt nicht mehr. Sagen wir es mal so. Ich habe es mal verstanden. Ich habe mich früher sehr für Chemie interessiert. Aber die Zeit ist lange vorbei. So. Dann untersuchen wir nochmal fix die anderen Räumlichkeiten. Hier liegt noch irgendwas. Ach, guck mal, da ist ein Journal. Aha. Ist das, Hinweis 2. Ach, guck mal. Hinweis 2, den wir vorher noch nicht gefunden hatten. Du hast die nötigen Informationen erhalten, um zu entkommen. Geh zu den Koordinaten 14, 15, 29. Du findest die benötigten Gegenstände im Raum 3 im dritten Stock des Krankenhauses. Wissen wir schon, wo das ist. Das hatten wir schon. Munitionstasche. Ich raste mitten in der Nacht nach Dr. Clayons Anruf ins Labor. Dr. Clayon war schon da und saß am Schreibtisch. Er saß aufrecht mit verschränkten Armen, als würde er versuchen, seine Angst zu verbergen. Ich ging hinüber und fragte, was ist los, Dr. Clayon? Er war den letzten Monat über gereizt gewesen und hatte alle aufgeregt. Der VIP wird bald hier sein. Machen Sie sich bereit, die Tests durchzuführen, antwortete er ruhig. Ja, Sir. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen, fügte ich hinzu. Wir haben Sie vor der Operation gründlich über die Nebenwirkungen aufgeklärt. Der Patient hatte keine andere Wahl, als es durchzuziehen. Es wird alles gut werden. Ich beruhige den Arzt und als wäre er ein kleines Kind,
Ich wusste, dass das, was ich sagte, keinen großen Unterschied machen würde. Aber es war mein kleiner Akt der Rebellion ihm gegenüber. Er atmete tief aus und beschwerte sich. Warum kommen Sie so spät? Sie antworten nicht auf meine Anrufe. Haben wir jetzt tatsächlich Journal 1 nicht eingesammelt am Anfang dieses Spieldurchlaufs? Das wäre ja bedauerlich. Hier ist noch ein Schränkchen, cool. Aber die ist nicht drin, was ich brauche. Bedauerlich. So. Machen wir jetzt nochmal fix die eine Kiste hier auf. Hier in den Raum ist auch nur ein Dickerchen. So. Hier mal die Tür auf. Sicher, sicher, man weiß ja nie. Guck, guck. Der hat im Paulaner Garten auch zu lange geschlafen. Oh, Onkel Eddie Lastat. Nicht einmal wieder zurücklaufen. Ach, Kacke. Nein! Oh! Schöne Kacke. Da beleben wir uns mal wieder. So, dann rennen wir direkt sofort dahin. Ich will nochmal fix mein Zeug holen. Sind ja eigentlich am Folgenende, aber ich wollte ja nochmal eben schnell das Forschungszentrum zumindest zu Ende erforschen. Hat ja gut geklappt mit. Mal eben schnell. Es war ja auch nicht geplant, dass ich jetzt sterbe. Ganz ehrlich. Es war nicht geplant. Gut, wann plane ich sowas schon mal? Ja, aber trotzdem. So, hier den Bereich um dieses Forschungszentrum herum muss ich halt dann auch nochmal irgendwann plündern. Sind halt noch so viele Kleinteile. War da noch was? Ich hab Schritte gehört. Ich meine, ich bin eh unbewaffnet, aber trotzdem. Meins. So, ich bin bewaffnet und bereit. So, wo ist denn jetzt die Sau? Onkel Eddie. Die Rache des Mammut kommt. Wo kommst denn du jetzt her? Du siehst anders aus als die anderen. Du hast Haare. Ist gerade ertrunken an seinem eigenen Blut. Und wo ist Onkel Eddie? Onkel Eddie ist tot oder was? Keine Ahnung. Obwohl, kann durchaus sein, hier lagen Pfeile. Haben wir ihn mit unserem letzten Schlag dann doch noch irgendwie... War es ein Double KO? Ich habe keine Ahnung. Das wäre ja übel. Aber jetzt, normalerweise sind die anderen trotzdem noch da. Nur halt nicht, wenn ich sie erfolgreich getötet habe. So, damit haben wir jetzt die Forschungseinrichtung auch komplett geklärt. Dann würde ich sagen... Können wir ganz beruhigt eine Aufnahmepause machen. Guten Tag. Wo kommst du denn jetzt auch mal her hier? Gibt's doch nicht. Und du auch. Also irgendwie spawnt ihr dann dennoch irgendwie neu. Das hat schon, ne, nichts mit reinlaufen oder sowas zu tun. Das ist ein Spawnen. Ach Mist, andere Richtung. Oh. Habe ich doch Schritte gehört aus diesen Bereichen hier. So, jetzt ist aber... Wir haben auf jeden Fall überall alles untersucht und geguckt und überhaupt. Dann machen wir jetzt hier ganz gemütlich meine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Night of the Dead dann wieder mit unserem tollen neuen Forschungsbuch und vielem anderen kunterbunten Zeug. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.